So, denken wir zurück, Spiel Deutschland-Ukraine. Gut, da wollte man noch sagen, kann passieren. Ehrlicherweise, naja, es passierte ja schon so oft in der Vergangenheit. Oh, aber macht doch nicht alles kaputt nach dem ersten Probespiel. Also jedenfalls kann aber passieren. Guck mal so an die, na, wenn man... Okay. Gut, aber bitte nein. Also ja, ich nein. bin da offensichtlich ja, zu negativ. Dann kam aber Deutschland-Polen. Da wurde es schon enger mit dem Optimismus. Dieser Optimismus wich Resignation. Und dann, gestern Abend? Wurde es nicht besser und jetzt sollen Personen weichen, aber nicht der Trainer. Feiernde kolumbianische Fans vor der Veltins-Arena in Gelsenkirchen. Eigentlich hatten sie jubeln wollen, doch die deutsche Nationalmannschaft enttäuscht erneut. 0:2 gegen Kolumbien, das letzte Testspiel vor der Sommerpause, ist der dritte Ländermatch-Flop in Folge. Bei den Fans Entsetzen statt EM-Euphorie. Das ist erschreckend eigentlich, ne? Eigentlich, wenn du dann nichts überlegst, nächstes Jahr im eigenen Land so aufzutreten, dann ist, ich glaube, wir sagen, klanglos untergehen, ja. Sehr, sehr, sehr enttäuscht. Schade für Deutschland. Noch nie sowas erlebt. Auch bei den Spielern Frustration und Selbstkritik. Sehr, sehr enttäuschend, ne? für uns, für die Fans, für die es uns natürlich extrem leid tut. Irgendwie hat man ja nicht das Gefühl, dass keiner will, sondern dass da uns momentan so ein paar Grenzen aktuell aufgezeigt werden, die für uns natürlich schwer zu erklären sind. Grenzen, die es zu überwinden gilt, denn im September warten mit Japan und Frankreich die nächsten schweren Gegner. Noch ein Debakel, undenkbar. DFB-Sportdirektor Rudi Völler mag kaum mehr hinsehen, stellt deshalb jetzt die Qualitätsfrage. Man habe einige gute Spieler, die ganz oben im Regal seien, aber die Qualität ist nicht die allergrößte, wie vielleicht noch vor ein paar Jahren. Es sind sicher ein paar Spieler dabei gewesen, die wir im September nicht mehr sehen werden. Bundestrainer Hansi Flick bleibt in seiner Kritik außen vor. Er sei so wörtlich die ärmste Sau, sagt Völler. Auch andere sehen das Problem nicht beim Trainer. Am Hansi liegt es jetzt nicht. Es liegt an diesen Spielern, die glauben, wenn man den Adler auf der Brust hat, ist es schön, aber dass man da was dafür tun muss, das haben die immer nicht gemerkt. Und jetzt wird durchgegriffen. Ich glaube, da werden wirklich einige Spieler nicht mehr zu sehen sein bei der Nationalmannschaft, mit Recht. Flick selbst schließt einen Rücktritt aus. Er sei der absoluten Überzeugung, dass seine Idee vom Fußball auch für diese Mannschaft die passende sei. Den Beweis ist er aber weiterhin schuldig geblieben. Gut, ein bisschen Stimmung war also da. Wir schauen nach Luzern, von dort aus zugeschaltet Professor Harald Lange, Sportwissenschaftler und Fanforscher. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Hallo. Willkommen. Hallo, guten Tag. Herr Lange, Sie haben eine Studie durchgeführt zur Fan-Euphorie in Deutschland, ein Jahr vor der EM. Bevor wir auf diese Studie und die Inhalte schauen, Sie selbst, sind Sie schon euphorisch? Ist bei Ihnen so ein bisschen Vorfreude da? Also es war vielleicht ein bisschen da bis vor ein paar Tagen, aber seit gestern Abend ist auch dieses Fünkchen Vorfreude leider verflogen. Und ich denke mal, damit bin ich nicht ganz allein. Das wird allen Fans in Deutschland so gehen. Ja, die Studie hast du gerade angesprochen, Lena. Wie ist denn die Studie ausgefallen? Die gibt es ja jetzt schon ein paar Tage. Was sagen denn die Fans vor diesen drei Spielen, die es jetzt gegeben hat? War da noch so ein bisschen was wie, hey, EM 2024, wir sind nicht nur dabei, sondern wir sind gut? Ja, das Tragische an dem Ganzen ist, dass die Studie, die wir da haben, an sich schon pessimistische Ergebnisse produziert hat. Das heißt, die Vorfreude war nicht sonderlich ausgeprägt. Den einzigen Lichtblick, den wir da feststellen konnten, war der, dass die Stimmung etwas besser war als noch bei der WM im vergangenen Jahr. Das ist auch kein Wunder. Katar stand da in vielfältiger Hinsicht in der Kritik. Aber insgesamt war das schon eine gedämpfte Stimmung. Und wie gesagt, die letzten drei Länderspiele sind in unsere Studie noch gar nicht eingeflossen. Also das wird jetzt noch weiter runtergehen. Nur mal, um eine Zahl zu nennen, in unserer Studie vor einem Monat haben wir die Daten erhoben. Da war das so, dass ungefähr 10% der Auffassung waren, Deutschland wird Europameister. Und 4,5% waren noch der Auffassung, na, wir werden wenigstens Vizemeister. Und davon ist wahrscheinlich ab jetzt nichts mehr zu sehen. Also die Fans sind noch pessimistischer.
Ja, das kann man gut nachvollziehen. Das Spielerische ist das eine. Auf der anderen Seite ist es ja eine EM im eigenen Land. Denken wir an das Sommermärchen zurück. Okay, es sieht nicht danach aus, als würden wir an diese Euphorie anknüpfen können. Aber was sind denn andere Faktoren, die vielleicht noch ein bisschen mit reinspielen, die vielleicht auch ein bisschen was zur Vorfreude beitragen können, jenseits des Spielerischen? Ja, also wenn man sich Fußballfans beispielsweise im Clubfußball anguckt, ne, wir haben ja gestern auf Schalke gespielt. Und wenn man die Schalker-Fans nimmt, die applaudieren und stehen auch weiterhin hinter ihrer Mannschaft, selbst wenn sie absteigen, zum zweiten Mal absteigen in die zweite Liga. Bei der Nationalmannschaft haben wir eine ganz andere Philosophie. Da hat der DFB nach dem Titelgewinn 2014, nach dem WM-Sieg, quasi nur noch auf diese Event-Fans gesetzt. Und man hat gesagt, über die Ergebnisse werden wir viele Fans oder Kunden an uns binden. Und da hat man überhaupt nicht berücksichtigt, falls mal der Erfolg nicht da ist, dann fallen auch diese Event-Fans weg, die nur im Erfolgsfall jubeln und dabei sind. Und in den letzten 7, 8 Jahren hat man parallel dazu alle klassischen, eingefleischten, leidenschaftlichen Fans mehr oder weniger vergrault. Stichwort Fanclub, Nationalmannschaft, der einfach von A bis Z durchkommerzialisiert ist. Und da hat der Fan insgesamt die Auffassung, naja, wir sind hier so eine Melkkuh, wir sind hier nur noch Kunden. Und das hat nicht wirklich etwas mit Fußballromantik zu tun. Und damit wären wir auch schon bei diesen ganzen, sagen wir mal, neben dem Erfolg oder sportlichen Misserfolg, soften, weichen, aber wichtigen Punkten, die auch noch zur Bindung dazu beitragen. So ein Verband, der DFB, die Nationalmannschaft, die muss authentisch wirken, die muss Typen in ihren Reihen haben, mit denen sich die Menschen auf der Straße identifizieren können. Und das geht eben nicht bei so einem Hochglanzprodukt, zu dem man die Nationalmannschaft in den letzten Jahren stilisiert hat. Da funktioniert Identifikation nicht. Und der DFB hat in der Auswertung von Katar aus meiner Sicht den Fehler gemacht, dass er wieder auf diese Event-Fans gesetzt hat und wieder versprochen hat, mit den Ergebnissen werden die Fans zurückkommen. Und man hat überhaupt nicht bedacht, dass die Ergebnisse unter Umständen gar nicht geliefert werden. Das wissen wir jetzt. Fast alle Mannschaften sind besser als wir. Wir verlieren Spiel um Spiel. Und da ist es klar, dass man mit dieser Strategie die Fans nicht zurückholt. Sagt Professor Harald Lange, Sportwissenschaftler und Fanforscher. Auch bei Ihnen die Stimmung eher Moll denn Dur, was den deutschen Fußball und die Nationalmannschaft betrifft. Danke für das Gespräch, Herr Lange. Allerbesten Dank. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.